Oh ja, die Sonne ist schön. Wo sich das Brot da hinhalten? Morgen. Ich bin schockiert. Was ist das? Eine neue Trinkflasche. Ich habe die gleiche, bloß in rosa. Voll Durst. Und sie hat mir eine neue Brotbox eingepackt. Was? Ja, sie hat drei neue Brotboxen eingekauft. Trinkflaschenfanatiker, echt, ey. Und da ist ein Schokokroissant drin. Wow! Fantastisch! Mann, Mann, Mann. So, ich muss jetzt die Lampe aufbauen. Die Lampe einbauen. Ich habe mir eine neue Glühbirne gekauft in der Tankstelle, verschweißt, so wie sich das hier hört. Leuchtet. Oh. Ist sehr schnell. Ach Mensch, ey. Nein, nur eins. Gleich geht's los mit dem Tretlager, liebe Leute. Hat ich gestern schon gezeigt. Das hat hier enorm Spiel und der gute Mann meinte, er hat es schon mehrfach nachgeschraubt. Also jetzt wird es Zeit zum Tausch. Der Bäcker war schuld. Einer muss noch. Einer kommt. Okay, ich lege los. Womit lege ich los? Wie lege ich los? Wo platziere ich euch fürs Tretlager? Tretlager. Das habe ich gewusst. Ich habe wahrscheinlich die Kamera. Es ist immer das gleiche. Wenn du machst du mal eine richtig geile Aufnahme, eine richtig geile Reparaturaufnahme gerade gemacht und scheiße, Peugeot Tretlagerwechsel. Ich kotze gerade ab, das ist genauso wie der Tag, wo die Karte abgestürzt ist. Jetzt ist die Kamera gerade abgestürzt und Fakt ist, ich habe hier die Tretlager ausgebaut, habe die Kamera hier positioniert, glaube ich, ja. Super Sicht gehabt auf dieses verfickte Tretlager. Ich habe das Tretlager ausgebaut, das alte. Es liegt dort. Der Kugelring war total zerstört. Alles habe ich schon gezeigt in die Kamera. Jetzt liegt er im Schrott gerade. Habe alles sauber gemacht, alles gefettet. Ein neues Lager wieder reingebaut. Und die Tretkurbel wieder drauf gebaut. Alles wunderschön aufgenommen, wunderschön kommentiert. Aber die Kamera ist abgestürzt. Ich kotz ab bei sowas, weil ärger mich. Das wäre das Video gewesen für heute. Was halt jetzt? Ein Scheiß, aber ich hab einen schimpfenden Tommy. Ich bin verärgert. Und das Bad. Mann. Die Stadtreinigung ist ordentlich am Reinigen. Und die Kamera läuft und läuft und läuft. Nur nicht, wenn es drauf ankommt. Ich habe 2 2-Euro-Stücke und damit ist das Ding definitiv mitdrücken. Voll. So. Ja, der fällt so ja schon runter. Können wir quasi nicht mal mitzählen richtig. Oh ja, ich lasse ihn drauf. So, voll ist die Röhre. Das hat geschafft. Aber wie gesagt, alles, was ich an 2-Euro-Stücken kriegen konnte, gesehen habe irgendwo und als Wechselgeld hatte, immer gleich da rein. Macht man natürlich normalerweise nicht. Und jetzt, wenn der Wolfgang kommt,
schrauben wir das Ding ab und dann schauen wir mal, was da drin ist. Da muss mich mal jemand vertreten hier kurz. Und dann gehe ich mit dem Wolfgang zur Bank und schütte diese Röhre in den Automaten und dann gucken wir mal, was drin ist. Also entweder heute, irgendwann oder morgen. Oder eben am Wochenende. Ich mache es am, na, geht ja nicht. Am Wochenende ist der Automat zu. Also auch so was Beklopptes. Oder wir zählen es einfach. Reicht ja auch. Reicht ja auch, wenn man nicht zählt. Also auf alle Fälle ist es eine geile Idee, wirklich immer, was man hat. Ja, ob man sich, man kann sich ja wirklich beschränken auf eine Münze, ein 50 Cent Stück, ein 1 Euro Stück, ein 2 Euro Stück, wenn man es sich leisten kann. Oder eben nur 10 Cent Stücken, 20 Cent Stücken, ja, Pfennige, naja, die schmeißt man eh in irgendeine Box. Aber, also Cents, gibt ja keine Pfennige mehr. Aber bei 1 Euro, 2 Euro, 50 Cent Stücken, das lohnt sich auf alle Fälle. Wenn man das mal wegpackt, jetzt mal sehen, was da zusammenkommt, so unglaublich. Ja. Und dann habt ihr halt, wenn ihr ein Jahr durchspart, habt ihr vielleicht ein bisschen Taschengeld für den Urlaub mit dazu. Ja. Ich weiß ja nicht, wie lange hat das jetzt gedauert hier eigentlich. Ich weiß ja nicht, wann ich die Röhre hier angebracht habe. Jetzt gucken wir mal, wer da draußen kommt. Da quietscht es. Vielleicht braucht er ja Öl. Ja, jetzt ist trübes Wetter und jetzt warte ich. Wie kann denn das überhaupt sein, dass ich auf den Knopf drücke und die Kamera abstürzt? Ich ärgere mich immer noch darüber. Gehört halt auch mit zum Alltag von Tommy mit dazu, ne? Dass irgendwie irgendwas mit der Technik nicht stimmt. Und dann ist es ja ganz gut, wenn alle drei Hosenlos laufen würde, wäre der ja quasi gestellt. Authentisch. Und läuft's etwa? Wahnsinn. 10.37 Uhr, keiner kommt. Ich kümmere mich um. Ich fange jetzt an mit der Röhre, die zählen. Wahrscheinlich kommt jetzt gleich einer rein. Oder mache ich das nachher zu Hause? Oben. Ich glaube, ich mache das zu Hause oben. Ich klebe das jetzt hier ab. Und da kommt keiner mehr ran. Nicht mehr rein, nicht mehr raus. So, machen wir einfach so. So, liebe Leute, was kann man mit diesem Geld hier alles machen? Man kann es natürlich ausgeben, man kann natürlich auch ganz verrückte Dinge damit machen. Also man kann bestimmt die Wand damit tapezieren, in der Küche so einen Küchenspiegel könnte man damit so hart fliesen, also mit Silikon quasi ankleben, man kann es ja immer wieder abmachen. Einen Fußboden könnte man damit verlegen, man könnte hier einen Wanderstab draus machen, indem man die alle zusammenlötet, die Dinger, und dann hat man einen wunderschönen Gehstock. Wenn einem der auf der Wanderschaft natürlich zerbricht, dann hat man Trauer. Ne? Schwer ist das Ding, schön massiv. Habt ihr irgendwelche verrückten Ideen, was man mit so was, mit so Münzen anfangen kann? Das muss ja keine gültige Währung mehr sein, aber so mit Münzen. Also ich stelle mir vor, so ein Ding aus Münzen als Wanderstock in massiv Silbermünzen, das wäre schon eine feine Sache. Die da einfach zusammengelötet werden. Silber ist ja weich, das ist ein Problem vielleicht, aber ansonsten halte ich das für eine gute Idee. Also gibt es bestimmt sogar schon oder bestimmt alles schon mal gemacht. Naja, schreibt es doch einfach in die Kommentare, falls ihr Bock habt. Und falls euch was Verrücktes einfällt, was wirklich noch keiner gemacht hat, dann Fußboden verlegen finde ich am geilsten. Also Fußboden oder eben Wand, so Küchenspiegel mit 2 Euro und Münzen. Das ist mit Silbermünzen oder irgendwas. Ja, schreibt es einfach. Ja, heute ist super öde. Bis jetzt nix. Kein Auftrag. Was sind das jetzt? Jetzt lese ich Shakespeare. Macbeth.
Heute ist ja gar nichts los. Ihr könnt aufräumen natürlich, aber irgendwie halt jetzt gerade so ein Tiefpunkt. Ach so, ich kann ja ein Rad machen. Oh, ich guck mal, ich mach mal ein Rad. Ach ja. Giant Terra Go. Laufräder laufen. Der gute Herr möchte schnelle Reifen drauf haben. Dann haben wir schnelle Reifen dem Namen nach auf alle Fälle. Das haben wir da. Das ist Continental Contact Speed. Das sind schön dünn. Er möchte sowas haben, was dünn ist für die Stadt. Kuriermäßig. Mache ich auch wahrscheinlich, wenn ich jetzt hier mit anfange, dann kommt gleich auch der nächste Kunde. So, ich baue um. Bremsbelag hier hinten erneuern und dann gucken wir mal wieder. Was nur los? Warum läuft das Ding? Mann. Ah. Please try again later. Yes, I try it later, but maybe when the Akku is down. And so I cannot say the bike is ready. Now I have to tighten a chain. I have to put the back wheel backwards. Am Arsch eine Warze, backwards. So. Jetzt läuft es ja wunderbar, hier ist ja unglaublich. Also Kette spannen bei dem guten Stück. Die hängt ein wenig durch. Aber nur ein bisschen. Mich wundert, dass er jetzt erst kommt. Aber ging wohl offensichtlich bisher immer. Geht los. Also mit Spannen alleine ist es vermutlich nicht mehr getan und das würde ja dann auch hier hinten das Hinterrad hier an der Schraube schleifen. Deswegen müssen wir die Kette kürzen. So. Kette kürzen. Zum Kette kürzen, ich löse die Schaltbox. Der 5er in muss. Schaltstift raus und immer aufheben. Denkt dran, sucht euch einen guten Platz dafür. Ohne Schaltstift keine Schaltung. Jetzt kommen natürlich Kunden, jetzt wo ich ein Video mache. Jetzt direkt anfangen. 15er Schlüssel, Achsmutter lösen.
andere Seite ebenfalls Achsmutter lösen. Bremsanker nur lösen. Dann schieben wir das ganze Rattenstück nach vorne. Gucken, ob in der Kette ein Verschlussglied drin ist. Also sprich eine Stelle, wo die Kette zusammengesetzt wurde oder ob sie komplett vernietet ist. Die müssen wir aufnieten, diese Kette. Und ein Verschlussglied einsetzen. Fangen wir mal an. So, wir kürzen die Kette jetzt, indem wir mit dem Kettennieter die Nieten rausdrücken, die die Kettenglieder miteinander verbinden. Da kommen sie raus, seht ihr? Das kommt im Müll. Und jetzt setzen wir den Kettenschluss ein. So. Jetzt richten wir das Rad aus, ziehen es nach hinten, spannen die Kette. Fixieren die Achsmutter. Der Schaltstift kommt wieder rein. Schaltbox wird aufgesetzt. Und fixiert. Der Bremsanker wird festgeschraubt. Und das war's. Fertig. Das war Kette kürzen. Bei einer Armschaltung. Ganz simpel. Bei einer Dreigang-Nexus-Armschaltung. Na? Ding. Wie geht's? Geht? Geht! Bei dir? Ja, muss, ne? Muss? Ja. Apfelmus. Eine Chance, am heutigen Tag noch auf ein Video zu kommen, was euch ein bisschen auch zeigt, was erklärt,
ist diese hier. Und zwar haben wir hier eine Bremse, eine Weinmann Synchron Seitenzugbremse. Und wenn man sie zieht, man sieht, da ist keine Spannung mehr drauf, die zieht nicht mehr. Woran liegt das? Das ist bei diesem System. An der Fahrradladen meinte, ja, die Feder hat keine Kraft mehr, keine Spannung mehr, ist aber nicht so. Das geschulte Auge wird es erkennen, hier dieser Aluminiumnippel, der sich dort befindet, der ist schon ein wenig abgenutzt. Dadurch, dass er so abgenutzt ist, funktioniert er nicht mehr richtig und diese Seite hier der Bremse, diese hier, ist einfach drüber gerutscht. Diese Seite ist verbogen. Das ist schade. Die sitzt nicht mehr korrekt. Die wurde mit einer Zange zurechtgebogen. Leider. Die Bremse muss ich zerlegen, auseinanderbauen und schauen, dass ich sie nochmal reanimiert bekomme. Das machen wir jetzt zusammen. Ich baue die jetzt ab, indem ich hier hinten diese 10er Mutter löse. Das handelt sich noch nicht um so ein Sammlerstück, dass man das eigentlich machen müsste. Man könnte sie auch einfach austauschen gegen eine andere. Aber ja, also ich zeige es euch einfach mal, weil das ja ein Problem ist, was öfter auftritt, wo die Leute dann nicht wissen, was ist damit eigentlich los. Sie ist wahrscheinlich nicht kaputt. Deswegen zeige ich euch das. Zehner Steckschlüssel nehme ich und schraube die Bremse hier ab. So, jetzt haben wir die Bremse hier runter. Den ganzen Klimbim hier ab. So. Jetzt löse ich noch den Zug hier und dann schauen wir uns die Bremse mal genauer an. Wein. Ach, Altenburg-Synchron. Entschuldigung. Also Entschuldigung, es ist keine Weinmann-Synchron. Es ist eine Altenburg-Synchron. So, jetzt, wenn man es abgebaut hat, sieht man eigentlich auch schon recht deutlich, wo das Problem ist. Dafür müssen wir jetzt tatsächlich erstmal diese Bremse auseinanderbauen. Wir lösen diese Schraube und diese Schraube, die sich da dahinter befindet, und zerlegen die Bremse in ihre Einzelteile. Schauen wir uns gleich mal so eine Bremse im komplett zerlegten Zustand mal an. Das ist ein 11er Steckschlüssel. Achtung, ich zerlege. So, hier merke ich schon, dass die komplett verbogen hier. Das verbogen. Das biegen wir mal gerade. Ich hoffe, ich kriege das hin. Na gut, fangen wir mal an. So, haben wir. Könnt ihr was sehen? Läuft die Kamera? Jawohl. Das muss ich jetzt mal überprüfen. Bin mir da nicht mehr so sicher seit vorhin. Ah, so. Haben wir. Also, hier kommt auf alle Fälle, das ist die Grundbrücke hier sozusagen, da kommt schon mal diese Schraube rein. Genau, machen wir das mal so. So, schauen wir doch mal. Was haben wir denn dann?
Dann haben wir eine Mutter mit Sicherungs... Sicherungsmutter. So, die schiebe ich jetzt mal hier drunter und darin. Dann hier die... Die Federhof. Unterlagscheibe. Dann haben wir hier ein Problem, weil das ist verbogen und das ist eine Spezialschraube, die... Und die ist auch schon versucht worden zu richten, zu biegen. Das ist schlecht. Hier ist eine Gleitscheibe drauf auf der Schraube. Ja, da müssen wir mal schauen, ob das jetzt klappt, ob wir das hier hinkriegen. Ah, wunderbar. Also nichts hat mehr Spannung als diese Ding hier. Wahnsinn. Ach, richtig fest. Wie am ersten Tag sozusagen. Jetzt das andere Stück hier, das Gegenstück. Und hier sitzt halt auch der Hund begraben sozusagen. Hier ist dann halt auch der Fehler. Und zwar dieser Aluminiumnippel, über den permanent die Bremse rutscht. Und irgendwann rutscht sie denn halt vorbei. Den müsste ich jetzt mal ausfeilen, so ein bisschen, dass er nicht so schräg ist. Und der Bremse so leicht ermöglicht, diesem Teil hier das so leicht ermöglicht, da vorbei zu rutschen. Deswegen müsste ich hier eine Kante reinfeilen. Das probiere ich jetzt mal. Also was heißt probieren? Das mache ich jetzt einfach mal. Und... Das ist viel Arbeit. Wie gesagt, so eine Bremse kostet eigentlich nicht so viel Geld, dass sich das momentan lohnt, es zu machen. Aber es muss trotzdem gemacht werden. Schaut es euch noch einmal vorher an. Und dann zeige ich euch gleich hinterher, wie es aussieht. Ich hoffe, ihr kriegt das hin. Meine Tochter kommt. Ist ja unglaublich. Ich schneide jetzt hier den Kragen ab und drehe das, stecke das so rum rauf. Das brauchen wir als Gleitscheibe sozusagen, brauchen wir das. Also leider, also man kann es jetzt hier so machen, ich meine, sieht man, ne, das ist schön flach jetzt hier wieder. Da ist halt immer noch dieser Popel, aber, hallo, ich habe die schon kommen hören. Hier ist dieser kleine Popel hier, ja, Aluminiumpopel. Und da ist die Hülse jetzt drüber als Gleitscheibe, andersrum. Ohne Gegenhalter, jetzt dreht sie halt eventuell mit, aber damit muss man leben. Anders geht's nicht. Meine Tochter ist da. Hallo. Hallo. War ein langer Tag, ne? Mhm.
für dich in der Tasche. Ah. Was Ähnliches. Wie Ballett? Aber da musst du dein Geld schief reintun. Eine Seite ist offen. Und hier habe ich ein Fahrrad und Werkzeug hingemalt und hinten Papa, hier musst du das Wort Fahrrad suchen. Papa, A, B, C, D, E, Fahrrad, L, E, F, G. Ist eingebaut. Wow. Hast du ganz hübsch gemacht. Kommt auch in meine Wand da oben. Wo ist denn schon dieses Herzchen gemacht? Ja, da kommt diese auch. Hand. Kommt das auch hin, da kommt das auch. Das sind Bilder von mir. Das ist doch hübsch. Meine Tochter denkt an mich. So, dann haben wir hier diese Unterlegscheibe wieder, also die Zwischenscheibe. Ciao, ciao. Habt ihr gesehen jetzt? Das ist ein bisschen kompliziert einzuhängen. Aber ich hoffe, dass das geklappt hat. Das sieht man allerdings erst, wenn es festgeschraubt ist. Eieiei. Das ist zu wenig. Ich werde diesen Arm biegen müssen. Diesen da. Den werde ich hier ab hier ein Stück nach oben biegen müssen, weil die Schraube verbogen ist. Wenn die Schraube gerade wäre, wäre das kein Problem. Die Schraube ist verbogen. Seht ihr das Problem? Dass die Schraube hier so ein bisschen schräg steht, in die Richtung, quasi übertrieben. Und dadurch steht der Arm auch schief. Das kann jetzt auch nicht die Schraube gerade bolzen. Oder kann ich das? Ich schraube nochmal auseinander. Dann reißt sie doch ab. Na, gucken wir doch mal. Also. Feder. Distanzscheibe. Seite A sozusagen. Okay. Distanzscheibe. Seite D. Sozusagen, das sieht viel besser aus. Ja, das sieht sehr gut aus.
Ja, fantastisch. Ah, das freut mich. Wunderbar. Schaut, wie das jetzt aussieht. Da läuft es gerade und wunderschön vorbei. Ja, und das war's. Im Grunde genommen ist die Bremse jetzt wieder einsatzbereit. Die ist gerettet. Ja. Zugegebenermaßen in der Werkstatt ist es ziemlich teuer, sowas machen zu lassen. Weil man ja die Leute bezahlen muss. Aber die Bremse ist jetzt wieder okay. Einsatzbereit. Ich baue die jetzt mal an. Schauen wir mal. Hallo. Also ich möchte mal behaupten, das funktioniert einwandfrei und ideal besser als neu fast. Und läuft hier oben wirklich sauber. Zieht sich nicht schief, nischt ja nicht. Haben wir gut hingekriegt. Danke, dass ihr mir geholfen habt. So, ein Fahrrad mit vielen Aufträgen, vielen kleinen Aufträgen hier. Hier ein bisschen, da ein bisschen. Das hat der gute Mann gekauft für 35 Euro gebraucht. Aber ist halt einiges kaputt. Und dann schauen wir mal, wie wir ihm da helfen können. Das wünscht der Herr ausgetauscht. Blech haben wir getauscht vorne, habe ich ein gebrauchtes drauf gemacht. Das ist doch in Ordnung. Braucht rostig, bäulig, genauso wie hier. Rostig, bäulig. Schwarz passend dazu. Das kostet halt kaum was. Ne? Das ist nur Montage. Kette ist gespannt und gekürzt. Jetzt fehlt nur noch der Kettenschutz. Eine Sattelstütze haben wir ohne gebraucht gefunden. Eine schöne, lange, die da drin passt. Schön gefettet und drin. Ja. Jetzt gucken wir mal, ob wir einen Kettenschutz noch finden können. Und dann habe ich den Auftrag auch weg. Ist doch. Kinder, Kinder, Kinder. Was sollen wir machen? Jetzt beginnt wohl langsam wieder die Zeit der Langeweile. Ansonsten, wenn man so wartet auf Aufträge und das nicht kommt, dann ist das immer so. Und wenn man anfängt mit irgendwas und dann kommt doch wieder ein Auftrag. Ich plane jetzt so ein, dass ich gleich von morgens fange ich an und schlachte diese ganzen Räder. Die schlachte ich aus, die Teile, die ich gebrochen kann, nehme ich mir raus und mache quasi einen Berg Schrott wieder fertig. Ein Nachdruck. So, schauen wir doch mal, was haben wir denn da? Die perfekte Dame. Die perfekte Dame. Gestaltung der Dame. Vom Äußeren drum und dran. Die Wollust der Zunge. Vom Hors d'oeuvre zum Dessert. Die Wollust der Zunge. Na, das kann man ja auch. Das ist ja was. Gestaltung der Dame. Ist ja halb nackig dort dargestellt. Wandelt sie sich? Ein Brief. Unsterbliche Frau. Die Majorität aller Lebenden setzt ihnen einen Grabstein. Vorzeitig sagt man sie tot. Die Dame existiert nicht mehr, heißt es überall. Das Tempo unseres heutigen Seins bedinge ihr jähes Ende. Was die Anmut eines galanten Jahrhunderts, der Liebreiz einer Biedermeierzeit, das Geheimnisvolle eines Mittelalters als Kulissen der großen Frau zu bieten hatten, vernichte sensationslüsterne Realität, totgehetzter Tage.
Schon dunkel draußen. Na, ich warte noch kurz, auf alle Fälle, bis 9 Uhr. Dann gehe ich pünktlich nach oben offensichtlich und werde das Geld zählen, was in der Röhre ist. Wolfgang kam ja heute nicht vorbei. Sehen wir uns gleich oben. Jetzt sitze ich hier alleine und versuche noch krampfhaft meine Tochter an ihr Bett zu gewöhnen, weil Marlies ja immer den Fehler macht, das ist ja halt ein Fehler, dass er sich mit den Kindern zusammenhändigt. Und das muss jetzt endlich mal aufhören. Jetzt sitze ich hier und habe sie bestimmt schon 8 Mal wieder zurück in ihr Bett gebracht und sie schreit nach Mama. Kommt jetzt. Ich mache jetzt gerade noch die Bestellung auch fertig. Jetzt kommt sie. Ich muss sie mal. Du musst ins Bett gehen. Du musst. Ich bin doch da. Nein, ich muss arbeiten. Ein bisschen arbeiten, aber hier in der Wohnung. Okay? Ich muss raus. Nein, raus geht's. Du musst im Bett bleiben. Eieiei. Gehst du raus? Gehst du raus? Die hat so eine Angst, alleine zu sein. Das ist unglaublich. So, was haben wir denn hier noch? Boah, 2395 Euro ist jetzt der Höchsttipp. 472 Euro. Was benutzt du für eine Kamera? Eine GoPro Hero 4. Jetzt beantworte ich mal zwischendurch schon. Locker 600 Euro. 700 bis 800 sind da locker drin. Und Weizenmehl und Zucker möchte mich mal besuchen kommen. Das ist sehr gut. Könnt ihr gerne machen. Wie gesagt, habe ich ja gesagt. Einfach nur nicht sauer sein. Wenn's mal voll ist, wenn ich mal zu tun habe, sozusagen. Kann einem schon leid tun, das eigene Kind. Ja, na, Kinder. Eigentlich, wenn man es von außen betrachtet, ist es natürlich, sie muss schlafen. Das ist jetzt nicht schlimm, ne? Hört sich an, als würde sie geschlachtet werden. Also ich würde mal sagen, ich habe es jetzt nicht geschafft zu zählen. Ich habe nur Joghurt gegessen und ein paar Reste Rührei gab es, ein bisschen Bratkartoffeln. Spiegelei mit Bratkartoffeln. Und ich habe es nicht geschafft zu zählen. Scheißdreck nochmal. Vielleicht mache ich das nachher nochmal und mache ein extra Zählvideo draus. Muss ich sehen, wie gut ich drauf bin. Ich musste ja alles noch schneiden. Ich habe 4 Stunden jetzt Filmmaterial zu sichten. Also, wir sehen uns morgen auf alle Fälle erstmal. Macht es gut. Bringt eure Kinder ins Bett. Legt euch nicht zu euren Kindern mit dazu ins Bett. Gewöhnt denen das nicht an. Das ist das Schlimmste, was man machen kann. Es funktioniert nämlich nicht. Und es wieder abzugewöhnen, ist eine Katastrophe. Also, macht's gut. Bis morgen. Ciao. Euer Tommy.